Bleiben wir mal einen Moment noch. Okay. So. Das ist auch noch eine zeitlich begrenzte Quest direkt in der Nähe. Wenn ihr wieder Hunger habt, dann könnt ihr das Fleisch vergessen. Jere, kann ich irgendetwas tun, um Sparta zum Vorteil zu verhelfen, Befehlshaber? Diese Jägerinnen, wie Erinien, wenn sie noch einmal angreifen, werden wir vernichtet werden. Das heißt also, ich soll für Schutz sorgen. Das wäre der Plan. Wer dir wehtun will, muss erst an mir vorbei. Bleib bei mir. Okay. Ist das jetzt alleine? Was, denke ich. Ich denke, ich kann zufrieden sein. Du bist eine echte Kriegerin. Du bist sicher. Du hast Sparta treu gedient. Das ist für dich. Das reicht. Das reicht. Die eine hatte sie noch. Die sind aber wieder weg. Okay. Ja, sie sind despawned. Schade. Okay, was haben wir hier? Alpha Tier Eden. Leben. Reden. Ja.
So, schön. Wölfe erledigt. Lass mal schauen, ob da drin noch was ist. Na, da ist eine Kiste. Spartanische Armschiene. Na gut, die sind aber aufgewertet. Nur ein bisschen Rüstung Verbesserung. So, ich gehe jetzt mal hoch zu Mirina. Beziehungsweise, ist jetzt das andere jetzt eigentlich vorbei oder geht es jetzt da weiter? Mit dem Künstler. Folgequest gab es ja nicht, nee. Nö, da gehen wir weiter. Machen wir weiter. Hörst du nicht, was ich sage? Es sind ihre besten Kämpfer. Du solltest die Öffentlichkeit meiden. Sie finden dich. Ich verstehe dich vollkommen. Doch ich muss gesehen werden. Der Hetzer leistet gute Arbeit. Ich brauche mehr Unterstützung gegen Paros. Ich habe schon zu viele Sterben gesehen. Bitte, verlasse diesen Ort. Was passiert? Was führt dich hierher? Kassandra, pass dich der Stimmung an. Ich spiele mit. Lasst euch nicht stören. Bitte, führt eure Unterhaltung fort. Es klang spannend. Ich kam, um deiner Mutter zu sagen, dass der Kult seine Elite auf sie ansetzt und dieser Ort nicht sicher ist. Und ich erklärte Aspasia, dass ich öffentliche Auftritte für die Unterstützung der Bevölkerung brauche. Soll ich mich um die Soldaten des Kults kümmern? Nicht nur das. Ohne einen Beweis wird mein Volk nicht glauben, dass Paros hinter all dem steckt. Du musst einen finden. Natürlich. Gut. Und ich mische mich unters Volk, um Unterstützer zu gewinnen. Sei vorsichtig, sie sind gefährlich. Ich weiß. Ich bringe sie sicher fort von hier. Wo finde ich diese Mörder? Und, was sagen deine Quellen, wo ich sie finde? Versuch es in den Höhlen unter dem Zars. Diese Kultisten sind so besessen von ihrer eigenen Mystik, dass es zu ihnen passen würde. Was für Beweise soll ich finden? Ich glaube kaum, dass jemand, der kam, um dich zu töten, seine Auftraggeber verrät. Das stimmt. Ein physischer Beweis wäre besser. Ich bin sicher, du findest etwas. Ich gehe jetzt.
Natürlich. Ich werde euch beiden gern helfen. Wir sehen uns dann später. Dieses Gekünstelte. Natürlich. Ja. So. Okay. Ich könnte auch mal nach Paros fahren nochmal. Und dann etwas für die Sachen erledigen. Aber zuerst machen wir mal Tod und Chaos. Die Attentäter verstecken sich auf Naxos. Ihr Lager befindet sich, könnte sich in den Höhlen im Norden der Zeusbucht befinden. Sie verstecken sich wahrscheinlich in der Höhle unter dem Berg Zass. Könnte vielleicht hier sein. Totenbett von Ariadne. Okay. Wenn ich nicht kämpfen will, darf ich mich nicht sehen lassen. Führer der Sippe. Nicht damit gerechnet, hier Kultisten zu finden. Nee, verdammt. So. Ich wollte eigentlich einen Kettenattentat machen. Aber so geht's auch. So, kurze Schuhe. Guck mal her. Ich hochklettern, aber bin vorbeigesprungen. Verdammt. Verdammt, der Speer. Zack, zack, zack. Gut. Spartanische Brustplatte. Nice. Das hier will ich kurz holen. Da müssen wir nach unten ein bisschen looten. So, dicke Tafel. Gut, haben wir. Wieder was angezeigt, was nicht da ist. Spartanische Brustplatte.
einmal unsichtbar. So, sieht doch auch ganz schick aus. So. Sammeln wir gerade noch ein bisschen Holz. So. Heiligtum am Berg Zass. Will ja immerhin ein bisschen stylisch aussehen, ne? So, Helm anzeigen, aber keine Kapuze. Und wir können mal wieder unseren Helm nehmen. Jo, sieht doch ganz schick aus. So, das hat recht. Ein Höhleneingang. Da sind sie drin. Gut. Aber da hinten ist noch ein Aussichtspunkt. Ja, Ort entdeckt. Zweites Überblick. Ich dachte, das wäre Holz. Ist es nicht? Irgendwas ist da, aber ich komme wirklich wieder nicht dran. Warum? Da hinten irgendwo ist der Höhleneingang. Seite der Buft. Ja, da kann man jetzt noch was ansehen, ob da irgendwas ist. Wölfe. So, nochmal bitte. Eine Truhe, aber mehr nicht.
Nein, nein. Aber der kann überall sein. Na, Orte der Festung der Aloha. Sie stellen keine Fragen. Ich bleib lieber unbemerkt. Ich weiß. Bisher sehe ich nur einen. Okay, Fackel aus. So. Zwei. Okay, sind insgesamt vier. Weg. Ich weiß halt nicht, wo der eine hin ist. Da oben. Hey. Der ungefähr. Warte mal, den. Hier unten alles gut, soll ich da oben weitergehen. Wieder was, was mir angezeigt wird, das kann ich looten kann. Aufgott, Hüftriemen. Da hinten sind die Beweise. Ja,
runter. Das sind Kultkultisten. Also. Ich kann sie jetzt auch nicht direkt. Na dann. Dein Leben ist verdammt! Der ist weg! Gib mir dein Schild! Kann ich blocken. Jetzt. Aber recht weiter. Die Götter halten ihre Hand wohl immer. Ja. Was tun sie? Sie wurden auf Paros geprägt. Und ein Brief? Er ist verschlüsselt. Warum ist ein Volk noch ein bisschen Licht? Esel, griechische Welt. Maxus, wenn du auf den höchsten Punkt des Zas kletterst, kannst du zwei kleinere Inseln im Süden sehen. Auf einer davon findest du mich in einem Heuhaufen neben einem freundlichen Esel. Entscheide dich schnell. Der letzte Reisende verhungerte unentschlossen. Okay. Was ist denn das? Fangzahnbogen. Jawoll. Plus 13% Antatsschaden, plus 16% Giftschaden. Einfache Pfeile werden zu Giftpfeilen. Zieh die Sehne und lausche dem Zischen. Seine schnellen Pfeile sind mit einem mysteriösen Gift bedeckt. Ja, nice! Okay, kehre zu Mirine zurück. Wo war nochmal der Ausgang? Oh, da gefallen. Von hinten. So, da geht's wieder raus. Na, Magnetchen, hallo. So, schauen wir doch mal. Galantos-Bucht. Festung der Alba.
Gehen wir mal den unentdeckten, die unentdeckten Orte noch anschauen. Jetzt mal. So, warte. So, nochmal ganz Piratenstimme. Piratenanführer töten Gefangenen befreien. Also relativ einfach. Und aufpassen, dass wir nicht gleich sehen. Das war's. So, ich befreien wir mal. Auch wenn du ein Athena bist. Gut, das hätten wir. Dann gehen wir weiter da unten hier. Und wieder was zum Kaufen. Schiffswrack von Dionysos und den Piraten. Keine Haie? Doch. Ich hätte mich gewundert. Ignorieren. Hoffe ich zumindest. Oh, neues Schiffsdesign der Sternkuppe. Chalkos. Weiter. Zahn. Zahnbrühe. Raufbolterüste. So, was glaube ich? Glaube ich, alles, was hier unten ist, geholt. So, schauen wir doch mal, was wir haben. Ja, das ist so eine Rüstung. Das war schön.
schön war das Mann, die ich jetzt gerade habe, noch ein bisschen besser von der Rüstung her. Waffen haben wir den Stab, aber den können wir nachher wieder wegmachen. So, aus zum Schiff. Der Sterngucker. Die Sterne waren für Seeleute schon immer von Bedeutung. Und es war Thales von Milet, der frühe Astronom, der die Bedeutung des Sternbilds Kleiner Bär für die Navigation entdeckt hat. Okay. So, jetzt das hier.